So, bevor das heutige Video losgeht, möchte ich noch kurz eine Sache loswerden. Nein, keine Werbung, hier steht nicht Hashtag Werbung. Und zwar, wahrscheinlich viele von euch fragen sich, warum kommt der erst jetzt mit dem Gamescom-Log? Die Gamescom ist doch schon ein paar Wochen, Monate her. Ja, da habt ihr natürlich recht, die ist schon ein paar Wochen her, ein paar Monate sogar, genau zu sein. Das hat einfach ein paar Gründe, wie zum Beispiel, dass ich die Motivation verloren habe, weil ich einfach mehrfach Arbeit von mehreren Stunden weggeschmissen habe, weil sie mir nicht gefallen hat. Und ich einfach mit dem Endprodukt nicht zufrieden war und mich das dann einfach so frustriert hat, dass ich jetzt 2 Monate lang nicht mehr gecuttert habe. Jetzt konnte ich mich wieder dazu aufrufen, mal wieder den Vlog ein bisschen zu cutten. Ich habe es jetzt dieses Mal tatsächlich geschafft. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ihr den Vlog trotzdem noch anschaut, dass ihr vielleicht das Thema Gamescom trotzdem noch für euch interessant ist. Auch wie der Gamescom aus meiner Perspektive war, auch wenn vielleicht vieles davon in den anderen Videos gezeigt worden ist. Ja, tut mir leid, dass es so spät gewesen ist. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Genießt es. Guten Morgen, der erste Tag der Gamescom geht los. Ich bin geduscht, mein Haar sieht zwar noch nicht so wunderschön aus, aber wir haben es, wie ihr vielleicht sehen gerade könnt, gerade 9.04 Uhr. Und ja, wir werden jetzt gleich losfahren Richtung Gamescom. Und dann ging es auch schon los Richtung Bahnhof, um meinen Freund zu treffen. Und gemeinsam sind wir dann weiter nach Köln gefahren. Schaut mal, wer da vorne ist. Der allerechte Salatrian. In Köln angekommen war dann unser Plan, dass wir kurz zur Ferienwohnung gehen, dann unsere Sachen abstellen und dann weiter zur Gamescom fahren. Aber aufgrund einer Verspätung sind wir leider erst relativ spät am Messegelände angekommen. Und wir sind angekommen. Gamescom. Jetzt. Das geht jetzt nicht ganz mittig, kann sein. Ja, kann sein. Gamescom. Lass uns einfach straight zu Halle 9 gehen, würde ich sagen, oder? Ab ging's nach Halle 9 und dort haben wir auch unser erstes Spiel schon ausprobiert, Goat Simulator 3. Weil wir natürlich keine offiziellen Content Creator waren oder nicht von der Presse waren, durften wir leider nur relativ wenig vom Gameplay zeigen, aber deswegen habt ihr hier einfach mal einen kurzen Ausschnitt. Ja, wir sind fertig mit Goat Simulator, war ja, das Game. War ganz cool. Auch vielleicht, mit Multiplayer ist halt schon irgendwie etwas lustiger. Direkt am Anfang oder dann auf der ersten Steam-Sale ist. Kommt nicht auf Steam auf den ersten Epic-Sale warten. Ja, mal schauen. Eher bei Sale schon. Also ich werde es mir auf jeden Fall direkt holen. Ich muss sagen, hat enorm Spaß gemacht. Durch die Verspätung und den Fakt, dass wir für den ersten Tag leider nur ein Abendticket haben, blieb uns natürlich nicht mehr wirklich viel Zeit auf der Messe. In dieser wenigen verbleibenden Zeit haben wir noch ein paar Spiele getestet und sind dann im Anschluss nach Hause und ins Bett gegangen. Guten Morgen zu Tag 2. Guten Morgen. Frisst einfach. Ja, wir brauchen schon Frühstück. Ja, wir waren jetzt gerade eben beim Bäcker und haben uns auch was zu trinken geholt. Und ja, wir fahren jetzt gleich Richtung los, Richtung Gamescom. Und ja, sollen heute sehr voll werden, sind alle Tickets zumindest ausverkauft für Samstag. Also ich bin mal gespannt. An Tag 2 sind wir dann aufs Messegelände gelaufen, haben uns einfach mal angeschaut, was es alles so gibt und haben dabei natürlich auch selbstverständlich den einen oder anderen Creator getroffen. Nee, aber im Vlog. Hast du einen Vlog? Ja. Rat mal, wer ich bin. Oh mein Gott, ich bin da mit dem Zettel. Gar kein Zettel.
Ja. Nee. Aber gehört. Nein. Nee. Danny. Danny Cross. Ja. Ja, hier mit dem Block das Geld wieder reinholen. Ich will im Block das Geld wieder reinholen. Ja, kannst du was sagen. Und ganz spontan war einfach noch Chan in der Nähe. Ja. Ja. Outros gehören ans Ende von mir, verstanden? Gut. An Tag 3 wurde es dann scharf. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 300 bis 500.000 pro. 300 bis 500.000. Brian, das ist okay. Respekt, oder? Ey, 300 bis 500.000, ich hab gar keinen Bock. Oh, oh no. Dann ist doch mit! Also ich schön, dass wir auf jeden Fall, also für die Karte. Ey, Donovan. Ich darf es nur mit dem Finger anfassen, Brian. Alter. Die schärfste Chemie der Welt. Aber ich will schon Milchbrötchen, nicht? Ich will das Feuer setzen. Ja, ich will, also ich müsste jetzt essen, ich müsste so eine Hand schon haben. Ich müsste ready haben. Oder ich muss jetzt auch schon. Ja. Ryan, du überlebst das, wir glauben an dich. Ey, ich werde so sterben. 300.000. Es gibt noch ein paar Rote, die haben dann 800.000 von der Sorte. Ach du Scheiße, Bruder, du bist am Arsch. Ich hab gar keinen Bock. Warte, ich steck das hier schon mal rein. Alter, jetzt drei. Alles mit. Er hat noch so ein ganzes Buffet einfach auf dem Board, dafür hast du es überlegt. Also, das ist schon strong, muss ich sagen. Ja. Geiler Typ. Du hast auch ja gesagt. Das weiß kein Mensch, aber ich. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre Content, aber ich brauche es jetzt. Wir haben einmal die Chilis. Das sind noch Milchbrötchen. Milch. Öl? Ja, fast viel Öl einfach. Ein bisschen Gummibärchen für danach, ne? Falls mal. Naja, aber als Belohnung. Ah, ja. Okay. Okay, wer fängt an? Okay. Ja, pass auf. Ich esse nur ein Ministück, aber. Ich esse nur ein Ministück. Hälfte reinbeißen. Kann, ist du erstmal. Der gestern hat eine halbe gegessen. Und kommen sie gar nichts mehr. Nee, ein Kumpel gestern hat gegessen und haben wir noch geschrieben. 4 Stunden nach der Messe. Junge, ich muss mich hinsetzen und übergeben. Aber Platin ist zu straff? Ja, okay. Ja, ich verzeihe das gar nicht. Aber der meinte, ja, er meint auch, er hat kein Problem mit Schärfe. Wie mach ich das denn? Ja, pass auf. Gehen wir hier hin. Schnappen die. Okay, wichtig ist viel kauen, ne? Ah, kannst du nicht jetzt? Ja, warte, Tobi brauche ich auch noch eine, oder? Ich will nur abbeißen, oder? So ein Ministück. Also, wie ist das denn jetzt? Einfach abbeißen? Ja. Ey, Ryan, wie viel nimmst du? Nur so ein Minibissen. Ach, komm mal. Mindestens Hälfte. Du kannst mich mal. Ey, ja, komm. Okay, auf drei. Fuck, ey, wir die Pferde machen jetzt runter jetzt. Sollen wir schaffen mit? Ein, kommt. Zwei. Genug Content von anderen Creators geklaut. Wenn ihr den vollen Vlog von ihm sehen möchtet, wo er die auch ist, den findet ihr hier oben jetzt hoffentlich eingeblendet. Und ja, die mich kennen, wissen ja, dass ich auch sehr gerne scharf mag. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich spontan auch mal selber mit. Die Aufnahmen davon sind leider beschädigt worden, aber zum Glück hat Ryan das Ganze noch mitgefilmt und mir geschickt. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, sonst hätte ich euch gar nichts zeigen können. Deswegen, es ist nicht perfekt von vorne gefilmt, aber es ist besser als komplett nicht gefilmt. Deswegen nochmal danke dir, Ryan. Ich film dich nebenbei. Wir sind hier noch mit Und bei uns ein Ticketsystem. Also wir haben alle WhatsApp Business Accounts der Mitarbeiter und das ist insgesamt ein großes System bei uns auch gespeichert. Und das steht natürlich steht auch diese Nummer bei uns auf der Website, die Presse. Ja. Die müssen natürlich die Presse von uns, ne? Und so kann ich. Und das wunderbar auch mindestens 2 Millionen Leute bei mir zu Hause. Oder bei uns auf einer Tour. Krass. Ich Sehr was. Ja, klar. Singen? Können wir Thai sprechen? Also, hey.
Ich hab auch hier, ich war das mal aus dem Morgen extra hingefahren. Ja. Wir dachten, aber ich fand nett, ich hab nur noch zwei Rastplatten. Okay, das ist nett. Jetzt auch Assi sein kann, so was. Nee, ich hab halt gesagt, Jungs, macht man eigentlich nicht, aber jetzt hier sind die Karten, das ist eine Agentur, du bist getroffen. Ja. Wie geht's? Spürst du schon? Schluck auf. Oh boy, wie viel hast du gegessen? Wo ist der Rest? Bitte. Ja, das geht noch, das geht noch. Ich bin gespannt. Ja, gönn dir Milch. Und damit war Tag 3 auch schon fast rum. Wir haben zum Abschluss noch ein Passive Catch an Whirlwind gespielt. Dabei ist man in einer Blasröhre. Man muss innerhalb von 30 Sekunden möglichst viele Bälle rausbekommen. Jeder weiße Ball gibt dir dabei einen Punkt, jeder blaue Ball kostet dich einen Punkt und jeder pinke Ball gibt dir 10 Punkte. Whirlwind hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Hier der insgesamt Gewinner. 18. 12. Aber trotzdem GG. Wir haben trotzdem alle gewonnen. Ja. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das kleine Minispiel zum Abschluss noch. Wir waren ja wirklich die Letzten, die noch reingekommen sind. War knapp. Die offiziell mit reingekommen sind. Ja, offiziell. Das war's mit Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und kommentiert. Bis zum nächsten Mal.